Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, exakt hier haben wir aufgehört. Links von uns ist eine Tankstelle. Hier ist ein Stoppschild. Ein Glück hält unser Auto bereits. Dann wollen wir hier nochmal reinschauen. Dosenöffner läuft auch noch im Hintergrund. Ich wünschte, ich hätte eine Taschenlampe oder zumindest so eine Kopflampe, die ich mir wie ein Umschnallding umschnallen könnte. Dosenration nehme ich natürlich gerne. Ah, hier haben wir auch was zum Craften. Keine neuen Blueprints, das ist schade. Ein Telefon. Seine Einzelteile werden mir gehören. Ja, jetzt gehören sie mir. Und ansonsten ist hier wenig drin. Na gut. Ja, der macht halt Geräusche, wie er will. Da liegt eine 9 oder eine 6. Könnt ihr selbst entscheiden. Könnt die Zahl auch zusammensetzen, dass es die Funny Number gibt. So, wir wollen jetzt einfach mal weiter. Ohne an die 69 zu denken. Wir wollen einfach auf diese massive Anomalie zu, um was rauszufinden, ob es funktioniert oder ob unser Auto wirklich so magisch ist. So. Muss ich in das gelbe Zeug fahren? Ach, so viel ist hier gar nicht gelb. Oh, mein Auto mag das trotzdem nicht. Na komm. No response. Maybe you need to get closer to Cappy's core way up there. Can you find a way to high ground? Aha. Und was stellst du dir jetzt vor? Vor allem, was ist das hier? Ist da ein Totenkopf drauf? So ein bisschen. Ich glaube, das ist nur random generierter Mist. Und sollte nichts Spezielles darstellen. Höher kommen. Lass mich erstmal wieder aus dem Radius hier raus. Mit dem ganzen Geflacker und Rot-Grün-Verschiebung kann ich ja nicht denken. So, immer noch nicht. Doch. Doch, so langsam. Jetzt sind wir mal raus. Und was ist das da oben? Achso, das ist einfach so ein Bot. Der sah gerade nur ein bisschen anders aus. Hör mal, den glaub auch noch nicht. Egal. Wo soll ich hin? Ja. Auf die Brücke da. Ich glaube, die wollen, dass ich auch... Ah, fahre zur Brücke. Dann fahren wir mal zur Brücke. Ganz lieb, ganz lieb. Wir machen hier nichts. Nur auf Erkundungsmission. In einem Auto, das das hier nicht schafft. Just passing through. Wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich außen rumfahren? Gibt's einen außenrum? Da gibt's zumindest einen hinten. Oh, transportiert mich das Ding da hoch? Au. 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 Okay. Das war definitiv nicht richtig, sich von dem Teil hier irgendwie helfen zu lassen. So, lasst uns mal nachschauen. Ich kann doch da nicht durchfahren. Das war für mein Auto ganz schlecht. Vielleicht können wir doch da durchfahren und dann nach rechts schauen. Oh. Hallo? So, die Brücke. Ah, vielleicht. Ja, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich mach doch gar nichts. Wie soll ich denn jetzt auf die Brücke kommen? Versuchen es da vorne mal rechts lang zu fahren. Vielleicht kommen wir irgendwie hoch. Uiuiui. Kann aber nicht mal hier normal fahren. Da hinten vielleicht. Wenn wir durchkommen. Schauen wir mal. Komm. Komm, Vollgas durch, bevor uns was passiert. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und das sieht hier auch halbwegs nach Straße aus. Glaubt ihr, da ist was in der Crate drin? Und vor allem, lohnt es sich deswegen anzuhalten? Die Frage ist natürlich, dann wissen wir ja für die Zukunft, dass das reine Zeitverschwendung war. Wir können die Ansicht hier mal ein bisschen genießen. Na gut. Nicht viel genossen in der Sekunde oder in der halben, wo das gerade passiert ist. Wir drauf starren konnten. Was ist hier?
Ach egal, wir fahren mal zum Missionspunkt. Kann nicht alle 3 Meter anhalten, um zu fragen, was ist hier? Was ist hier? Oh, ihr Biester wieder. Kommt mir nicht zu nah. Das ist ganz schön verwachsen hier alles. Da können wir auf jeden Fall rein. Und, ach, ich mag das so anzuhalten. Das traue ich mich bei meinem Auto nie, weil es sich immer so komisch anhört. Hi. Nett, dass du hier bist. Und nett, dass du gehst und einen Teil von mir mitnimmst. So viel zu. Wäre doch schön, wenn es hier leuchten würde. Ich habe ja Elemente, die es hell machen. Manchmal muss ich besser nachdenken. Würde vieles einfacher machen. So schön. Schön alles zerlegen hier. Oh, hier ist gar nichts drin. Nur ein kleines Klo. Sah gar nicht so schlecht aus. Hab ich schon deutlich schlechtere gesehen. Vor allem, wenn ich lange nicht mehr aufgeräumt habe. Ein Bad geputzt. Nein, also so schlimm ist auch nicht. Bisschen was kriege ich auf die Reihe. Abgesehen vom Zocken. Weil das bekomme ich nicht auf die Reihe. So, hier haben wir alles. Schwebender Stein. So muss das sein. Hi. Und... Tschüssi. So, da ist ein Plasmageneration. Da ist noch eins von diesen Touristen, die so schön explodieren und wertvolle Sachen fallen lassen. So, kann ich dich eigentlich mal abwerfen? Hui. Ist ja gut. Na gut. Achso. Ihr schleicht euch aber auch immer ans Auto ran. Nein, das war zu wenig. Das war mit zu wenig Elan. So. Jetzt mal hier wirklich Butter bei die Fische. Und schauen, was die Anomalie denn so für uns bereithält. Ja, das ist Pech. Bist du bescheuert? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Ja, dann mach's halt selber, wenn du denkst, das ist so sicher. Du wirst halt nicht annihiliert, ausgeschalten. Schwieriges Wort. Ich kann's nicht floren, da ist Zeug vor mir. Also ich muss die Straßensperre öffnen. Gibt's hier einen einfachen Weg? Zeitfahrkontrollposten. Das hilft mir jetzt wenig. Was macht hier eigentlich die ganzen furchtbaren Geräusche? So. Wahrscheinlich dem Kabel folgen. Lampengehäuse. Ich hab doch einen Staubsauger. Was bist du? Ressource. Bleibeschichtung. Ja, warum nicht? Du bist auch eine Ressource. Du bist keine Ressource. Du bist eine unnütze Kiste. Der mit dem Blei. Du sagtest, das ist das empfohlene Werkzeug. Boah, wo denn? Irgendwo in der Mitte. Ich weiß es nicht. Mist. Müsste man noch so ein Ding machen. Ja, ist ja gut. Hab so langsam echt genug von euch. Wieso lebst du denn noch? Explodier mit deinen Freunden. Kiste. Hier gehen echt die Fackeln aus. Hast es nicht. So, können wir hier noch irgendwie hoch? Ja. Vielleicht ist hier auch das Kontrollpult für die Sachen. Da ist zumindest was. Ein Umwandler. Was wandelst du denn um? Brecheisen zu Bleiplättchen. Verlockendes Angebot. Ich lasse das erstmal. Noch ein Receiver. Ach, ich wollte ja einen Verschrotter machen. Bin ich dämlich.
Zumindest immer hier oben richtig. Ist doch schön. Brauchen ja auch nicht alles so ganz schnell einen Verschrotter machen. Verschrotter. So, dann einmal noch lagern, was ich einlagern lassen will. Ich glaube, die Konserven fresse ich einfach. Besser als nichts. So, das geht ordentlich auf die Gesundheit. Und diesmal nach oben. So, was brauche ich denn? Dichter brauche ich auf der 2, sag mal. Meine Fackeln gebe ich nicht her heute. Viel zu viel komisches Zeug passiert hier. Ach komm, und dann ist da wieder ein Schloss, das man mit Brecheisen aufmachen muss, rechts von uns. Das ist doch ein Inventar-Rumgewühle hier. So, du kommst auf die 4. Das ist das Einzige, mitunter das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde. Ja, mach doch an. Sehr gut. Was haben wir hier? Noch eine Tür. Ganz viel. Kann man was zerlegen. Vorratsbox. Oh, da sind nicht sehr viel nützliche Vorräte drin. Ja, ist ja gut. Ich nutze das Brecheisen. Solange ich es noch habe. Sehr schön. Ja, mach halt noch mehr finstere Geräusche. Macht mir gar nichts mehr aus. So, macht mir ein bisschen was aus. Was haben wir dann noch? Wieder Plumpsklo. Nee, besser als ein Plumpsklo. Aber auch nicht so viel. So, alles eingesammelt, passt. Alle noch da? Auto noch da? Wunderbar. Dann können wir einfach... Oh, die... Wie heißt das? Die Instabilität rückt an. Dann rücken wir mal aus. So, rein hier. Ich glaube, die Bleibeschichtung ist erstmal nicht so wichtig. Wir müssen erstmal schauen, dass wir vorwärts kommen. Weil sonst wäre mal der Instabilität wirklich nur zum Opfer fallen. Und das muss heute nicht sein. Hui! Na, jetzt passiert. Nee, ich bin nicht deine Liebste. Ja, mach mal Weißblende weg. Das ist so grell. Anhalten. Au. Toll. Ist meine Stoßstange wieder am Arsch. Und da gehört sie nicht hin. Nein. The gateway got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And ist das nicht schön? My plan worked. Cappy amplified the car signal and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Aha. Sorry, I don't have better news for you. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Dankeschön. Ich mag es, dass es hier immer nachspawnt. The map so far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. Das klingt doch nach einem guten Plan. Das machen wir. Zuerst schau mal hier mal ein bisschen rum. Zumindest immer hier mal kurz in Sicherheit. Freundliche Mülltonne da. Was haben wir denn eigentlich hier drüben? Strom, Strom, Strom. Können wir noch nichts mitmachen. Vielleicht ist es später, um unseren Fluxkondensator oder irgendwie sowas aufzuladen. Ist egal, wir müssen hier noch ein bisschen was abschneiden. So. Von dem Reifen schneide ich mir mal eine Scheibe ab. Und von dem hier auch. Aufsammeln können wir gleich. Erstmal hier, wenn wir schon so schön dabei sind. Kann schon wieder nicht reden. Ja, passiert mir häufiger. Es kann nur besser werden. So, sehr schön alles eingesammelt, bis auf das Klebeband. Aber das haben wir jetzt auch. Klohäuschen. So. Irgendwas, was man jetzt hiermit machen kann. Fertigungsmaschine.
Was haben wir denn? Werkstatt, verfeinern, Glühbirne, bestätigen, stabile Energie. Oh, das ist vielleicht meine UI. Was willst du von mir? Ich brauche eine Glühbirne, um was zu verfeinern. Ich glaube, ich habe eine. Nee, ich brauche ein Stofffetzen. Wir werden sehen, was rauskommt. Glühbirne. Na gut. Was haben wir denn noch? Ja, ist ja gut. Wir haben ein Stahlblech. Das erfordert ein Stofffetzenhammer. Stofffetzenhammer. Sehr schön. Wisst mal, wie man Stahlbleche. Sag doch, ich kann nicht reden. Stahlbleche macht. Eine Leiterplatte. Na gut. Ist es mehr Leiter oder mehr Platte? Also egal. Sieht nach Platte aus. Weiß nicht, wofür die verwendet wird am Auto. Ersatzglühbirnen-Kit. Stofffetzen. Wieso braucht das alles Stofffetzen? Schweißbrenner. Ein kleiner improvisierter Schweißbrenner, mit dem Dellen und kleinere Schäden an Metallteilen repariert werden können. Er ist nicht robust genug, um lange durchzuhalten, macht unterwegs aber grundlegende Reparaturen möglich. Sehr schön. Was bist du hier? Ankerradar. Die enormen Energiemengen, die Anker freisetzen, bilden eine einzigartige, unverwechselbare Signatur, die man leicht identifizieren kann, wenn man das richtige Gerät hat. Das Gerät hier. Na gut. Kostet einen Stofffetzen. Her damit. Stofffetzen habe ich mehr als genug. Haben wir schön gelootet die ganze Zeit. So. Ja. Befreier. Der Befreier ist zwar kein Präzisionsschneidewerkzeug, mit seinen kleinen Sprengladungen kann man aber trotzdem einzelne Autokomponenten sauber und sorgfältig herausdrehen. Oh, vielleicht können wir jetzt von liegen gebliebenen Autos und so weiter gute Komponenten abschneiden. Das will ich auf jeden Fall. Das braucht Materialien fehlen. Ach, das braucht stabile Energie auch noch. Dann hätte ich es mir vorher besser überlegen sollen. Ist egal. Na gut, dann brauchen wir irgendwie noch so einen Energiekern. Stoßstange brauchen wir im Moment nicht. Regnet wieder wie Bolle. Autostaubsauger. Was machst du? Ah. Kann ich das nicht? Hier, mein Auto. Was macht das denn? Saugt das die Kisten ein? Bin tatsächlich nicht sicher. Das ist richtig. Hä? Wir stellen die mal hier ab. Irgendwie muss es da noch einen Trick geben. Weil jetzt müsste ich wieder alles. Und wir können das mal probieren. Da rein. Die Kiste nehmen wir mit. Stellen sie irgendwie hier hin. Wird nichts bringen, denke ich. Aha. Sehr schön. Was bringt mir das jetzt? Was soll ich mein Auto da hinstellen? Ah, das ist vielleicht echt eine Überlegung wert. Also hier erstmal stapeln, was gestapelt werden will wieder. Das geht hier so schön einfach. Dann fahren wir das... Ich kann das Auto doch nicht da reinfahren. Hä? Würde ich gern verschieben, dass du mein Auto aussaugst. Gibt vielleicht einen Logbucheintrag. Wenn man schon all diese neuen Technologien erfindet, sollte man sie auch dazu verwenden, alles etwas aufzupeppen, oder? Ein Hoch auf eine saubere Zukunft. Ja, sag mir doch, wie ich es verwende. Ja, danke für nix. Ja, ich habe keine Ahnung, was das mir gerade bringen soll. Würde es hier die Plastikdinger, meine Pappkartons leer machen? Von mir aus, aber so eher nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, warum mein Charakter wieder geleuchtet hat. Wir können uns ja kurz hochheilen. Hui. Dankeschön.
Tom's. Ja. Was ist denn er auf einmal? Hä? War doch gerade ein R dran. Ah, tut mir leid. Ich bin noch etwas Inventar unbedarft hier. So. Ja, so viel T-Shirts. Und das macht meine schöne Stapeltechnik kaputt. Ist, glaube ich, egal. Wird schon irgendwie reinpassen. So. Pappkartons. Briten und Amerikaner sind sich seit jeher uneins, wie man den Kofferraum eines Autos bezeichnet. Seit ihrem Sieg im Unabhängigkeitskrieg haben die mittlerweile über 300 Millionen Amerikaner aber das gute Recht, den Kofferraum so zu nennen, wie sie wollen. Ein Hoch auf die USA. Ja, das ist nicht sehr hilfreich, Spiel. Ein paar Tooltips wären echt nicht schlecht. So, die Dosenwurst nehmen wir mit. Ersatzglühbirnen meinetwegen auch. Keine Ahnung, was ich damit machen werde. So, rein mit dem guten Zeug. Ja, sieht jetzt halt mistig aus, aber keine Ahnung. So, rein mit dir. Rein mit dir. Ich wünschte, ich könnte meine Werkzeuge noch irgendwie reparieren. Rohrpostsystem. Oh, da könnte man was reintun. Weiß jetzt auch nicht, was das bringen soll. Vielleicht können wir was Schönes zusammenwerkeln. Ankerradar auf jeden Fall. Haben es teuer erforscht. So, wo ist es? Zuweisung, das ist echt nervig. Das ist echt immer noch nervig. Und sagst du mir jetzt auch, wo ich das randingeln muss? Hier ran? Hier? Hier? Ach, das ist ein Werkzeug zum... Ah! Das kann ich nicht am Auto installieren. Finde ich schade. Muss ich immer mit mir rumschleppen. Wir haben primitive Türen, wir haben primitive Platten, primitive Stoßstangen, noch ein Vergasermotor, primitiver Scheinwerfer und hier schon die besseren Sachen. Leiterplatte. Eine halbbestückte Leiterplatte, mit der Prototypen neuer Layouts getestet werden können. Es ähnelt zwar einem Frühstücksbrettchen, sollte aber keinesfalls als solches oder mit anderen kulinarischen Utensilien verwendet werden. Ja, das hilft mir nicht. Was? Wofür? Stahlblech. Ein breites, flaches Stück aus einem allseits bekannten starken, leichten und robusten Metall. Ideal zur Konstruktion von Platten, Türen und anderen. Ja gut, dann stelle ich mal eine hier. So, ich habe eine Stahlplatte. Was mache ich damit? Rüste ich die einfach aus? Und dengel die dran? Ah, nee. So, das nehmen wir mal ab. So. Das ist jetzt aber auch eine primitive Platte. Also dich habe ich in der Hand. Da unten liegst du. Okay. Kann ich nicht. Ich muss irgendwas damit herstellen. Gut, dann kommt das wieder dahin. Alle. Primitive Tür, primitive Platte, Stoßstange, bla bla bla. Gut. Dann können wir damit aktuell nichts machen. Rein da. Das ist ein Riesengerät. Wünschte, ich hätte einen größeren Rucksack. So, müsste man das Auto dann reparieren? Ich schätze mal. Oh, dieses Ungestelle. So. Und die erste Ladung ist kaputt. Die Türen werden natürlich repariert. Ja. Das habt ihr euch auch redlich verdient. Habt viel ausgehalten. So. Na, die braucht aber ein bisschen mehr Liebe und jetzt ist es kaputt. Also wir Lademaschine. Ja, wird das Auto schon irgendwie geladen haben. So, wir brauchen ein Reparaturkit. Vielleicht auch zwei. Kann ja hier nicht angehen, dass das Auto in dem Zustand wieder raus muss. Obwohl, wir könnten einfach hoffen, dass wir schnell genug auf diese Herzchen stoßen. Die Stoßstange hat auch einiges abbekommen. Ja. Was ist denn gerade der Zustand des Autos?
Motorhaubenplatte ganz schlecht. Und das ist jetzt eine Stahlplatte. Na, immerhin. Und sogar eine reparierte. Die hat hier aber am meisten gelitten. So, Reifen und Stahltüren. Waren das immer schon Stahltüren? Ich habe keine Ahnung. Dachte, das wären primitive Türen gewesen. Hätte da vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. So. Das sieht doch gut aus. Wie geht's hier denn, mein Auto? Alles gut? Sieht alles gut aus. Ich hätte auch gern so einen Gesamtstatus gesehen. So, hier ist irgendwas. Was willst du von mir? Nochmal hier reinschauen. Ja, das ist eine freundliche Mülltonne. Die gibt mir gerade aber nichts mehr. Das habe ich doch schon vorher gemacht. Hä? Aktiviere die Fahrer-Checkliste über den Statusmonitor. Fahre nochmal raus. Hier ist auch ein Missionsziel. Ich bin gerade verwirrt vom Spiel. Fülle den Tank. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. So. Hab aber gefühlt nicht so das Spritproblem bis jetzt gehabt. Überall sind Benzinfässer und sonstige Sachen. Das hatte ich mir krasser vorgestellt. So, die Scheinwerfer könnte man natürlich reparieren. Und hoffentlich irgendwann verbessern. Ja, passt. Durchstöbere den Müll und schau, was du finden kannst. Hab ich schon gemacht. Gib mir nichts mehr. Ja, Mülltonne ist beleidigt. Na gut, dann geht's wahrscheinlich wieder los. Aber ich würde dann tatsächlich sagen, da wir in der Zone nicht speichern können, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.